Verletzungspech für Lindsey Vonn, Österreichs Fußballnationalteam in Lostopf 2 und ein Superstar sagt dem FC Bayern ab. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Lindsey Vonn hat sich im Training eine Knieverletzung zugezogen. Der Skistar aus den USA wird damit die ersten beiden Speedrennen in der neuen Weltcup-Saison nicht bestreiten können. Vonn verpasst damit zwei Abfahrten und einen Super-G am übernächsten Wochenende und zwar just auf ihrer Lieblingsstrecke in Lake Louise. Immerhin gibt es auch eine kleine positive Nachricht, zumindest operiert muss Lindsey Vonn nicht werden. Österreichs Fußballnationalteam wird bei der Auslosung zur EM-Qualifikation aus Topf 2 gezogen. Diesen Platz hat sich die Auswahl von Teamchef Franco Foda dank Platz 2 in der Nations League Gruppe B3 gesichert. Und damit kann Österreich zum Beispiel nicht auf Deutschland treffen. Denn, das ist ein Novum, zum allerersten Mal wird Deutschland nicht aus dem besten Lostopf gezogen. Die Auslosung erfolgt am 2. Dezember. Und Paolo Dybala wird nicht zum FC Bayern wechseln. Das hat er vor kurzem der Sportbild gegenüber erklärt. Er sei bei seinem jetzigen Verein Juventus Turin sehr happy und ein Transfer zu Bayern sei, Zitat, überhaupt kein Thema. Und das, obwohl Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt durchaus offen erklärt hatte, Interesse an Dybala zu haben. Offenbar war das sehr einseitig. Andererseits, die Clubkassen des FC Bayern sind ja durchaus prall gefüllt. Vermutlich finden die Bayern eine Alternative. Und wir kommen noch kurz zu den heutigen Terminen. Und da geht es einerseits um Skifahren. Um 20.15 Uhr steigt das Abfahrtstraining der Herren in Lake Louise. Andererseits auch um Ballsport. Um 19 Uhr steigt in der Handballliga das Duell zwischen Bregenz und West-Wien. Und um 19.30 Uhr kommt es in der Basketballliga zum Aufeinandertreffen von Fürstenfeld und Oberwart. Das war das Wichtigste für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch und freue mich auf ein Wiedersehen morgen an der gleichen Stelle. Machen Sie es gut.